Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Krischer, zuerst einmal völlig klar, wer Abschalteinrichtungen bei Temperaturen von 20 Grad einsetzt, handelt nicht in Ordnung. Aber er handelt auch nicht illegal, wie Sie gesagt haben. Denn wenn er illegal handeln würde, müsste längst die Staatsanwaltschaft tätig werden. Sie ist aber nicht tätig geworden. Das zeigt doch, dass dieses Verhalten nicht mit dem von VW vergleichbar ist. Und darum vermischen Sie hier wieder zwei Zusammenhänge, die nichts miteinander, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Zweitens, Herr Krischer, jetzt hat überwiegend der Kollege Wittke das Wort, ja? Zweitens, wir sind froh darüber, dass wir nicht erst einen Untersuchungsausschuss und dessen Ergebnisse abwarten müssen, bis gehandelt wird. Dass beispielsweise 630.000 Fahrzeuge deutscher Hersteller und eine im Moment noch nicht bekannte Zahl ausländischer Hersteller zurückgerufen werden, um diesen Missstand, den wir gemeinsam bemängeln, abzustellen, ist ein Verdienst dieses Bundesverkehrsministers. Und den müssen Sie dann auch mal akzeptieren und den müssen Sie dann auch mal zur Kenntnis nehmen. Dazu sind Sie aber nicht bereit, weil Sie hier nur eine politische Philippika reiten und eben nicht an politischer Aufklärung interessiert sind. Und drittens, natürlich werden wir auch auf europäischer Ebene neue Regelungen brauchen. Denn ich möchte nicht, dass Typenzulassungen, die in Malta geschehen, dafür Sorge tragen, dass beispielsweise Partikelfilter auf den deutschen Markt kommen, deutsche Hersteller verdrängen, die erstklassige Qualität liefern, aber die etwas teurer sind oder deutlich teurer sind und damit dazu beitragen, dass die Abgasreinigungswirkung von Abgasreinigungsanlagen eben nicht mehr gegeben ist. So, und das kriegen wir nur hin, wenn wir auf europäischer Ebene tätig werden. Und darum ist es falsch, wenn Sie sagen, wir brauchen nicht auf europäischer Ebene handeln, wir müssen hier handeln. Nein, wir müssen beides tun. Wir müssen hier handeln, wie wir es bereits eingeleitet haben und wie wir es mit großem Erfolg in den vergangenen Tagen getan haben. Und wir müssen auf der anderen Seite Sorge dafür tragen, dass in Europa die Regeln so gesetzt werden, dass nicht andere Standards in anderen Ländern gelten und andere Standards dafür sorgen, dass unsere Städte verpestet werden. Wenn das das gemeinsame Ziel ist, werden wir schnell übereinkommen, werden wir zu guten Regelungen kommen. Aber mit dem Schaum vor dem Mund, wie Sie hier eine Philippika, ich sage es noch einmal, gegen die Automobilindustrie im Allgemeinen fahren, werden Sie dieses Ziel nicht erreichen. Vielen Dank. Und jetzt hat der Kollege Arno Klare das Wort, SPD-Fraktion.